Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Mal gucken Magic zusammen mit dem etwas kränklichen Ren Ja, hallo. und dem Scander im Discord. Hi. Und ich muss euch was zeigen. Und zwar als erstes, ich habe eine neue Rüstung. Das ist die Obsidian Rüstung und der gute Ren hat mir noch den Angel Ring gemacht. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben endlich den Eldritch Tab geöffnet. Und um den kümmern wir uns heute. So, Ren macht im Nether was. Und zwar probiert er, dass die Türen automatisch aufgehen, ne? Die gehen mittlerweile automatisch. Die gehen mittlerweile automatisch auf. Und Skender dürfte Factorio spielen. Ja, mal wieder nehmen wir. So, gucken wir doch einfach mal. Übrigens zu Factorio gibt es ja auch wenn auch nur recht kurze Reihe. Die Videos können wir unten in der Beschreibung nochmal verlinken. So. Können wir gerne machen. Hust, Wenn ihr da hust, mehr haben wollt, könnt ihr das sehr gerne sagen. genau. Wir sind ja immer offen für Vorschläge und ja, Ideen nennt das Verbesserungsmittel. Genau. Nippeltherpen. Den Gefallen tue ich dir nicht. Schade. Warum nicht? Du bist bloß mein Zeug. Ja, und? Ihr kennt doch sicherlich die Ärzte, ne? Also ich gehe da Nee. regelmäßig hin. So aller. Du gehst Naja. regelmäßig zum Arzt? Ja klar. Hört man doch an mir, oder? Das ist ja nochmal kränker als vorher. Ich sag mal nicht, wie oft ich zum Arzt gehe. Deswegen machen wir hier schön weiter. Nee, das ist nicht. Ah, Themen jetzt. wechseln. Ganz subtil. Ganz, Vor allem, er ganz hat subtil. damit angefangen. Ohne. Ja. Ja, und in der Zwischenzeit, während einer hier stirbt und der andere sich darauf freut, sein Erbe antreten zu dürfen, haben wir das Void Metal gemacht. Yay. So, Void Seeds. Braucht man das alles? Okay. Was ist das? Sanity Check. Ja, yep, den brauchst du. Weil Eldritch-Zeug macht dich ja wahnsinnig, bekanntermaßen. Ach Quatsch. Ich erforsche Da trotzdem. ist bei ihm nichts zu versauen. Eben. Bin schon, ist schon zu spät. Tenebra und Vakuo. Spiritus und AR. Was? Spiritus? Ja. Et Und? Spiritus Santus, oder? Santum? Nee. Weiß ich nicht. Tenebra. Besteht aus Vakus. Du bestehst aus. Aha. Wie machst du das jetzt? Ha. Na gut, machen wir gerade eben. Und gucken. Du bestehst aus dem und dem. Du aus So, beides besteht aus Spiritus. Das eine noch aus Feuer, das andere aus Licht. Dann machen wir es ganz einfach. Tada. Und jetzt schauen wir mal, was Vakus und Tenebra. Okay, das geht. Das wird man dann darüber machen. Und zwar, ja. Vakus. Vakuus. Ah ja. Sanity Check. Erforscht. Lord Gauss, Formometer, Sanity Check. Diamond. Wir bräuchten übrigens mal irgendwann den Infusion Dings. Aber dazu müsste ich mal den Turm fertig machen.
Da ja rein theoretisch schon fertig ist. Oh, du drückst dich ja die ganze Zeit davor. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht ganz gehört. Für mich auch. Ja. Ah, da ist ein Wolf. Aha. Wir brauchen Analyzer für die Schmetterlinge. Nur kurz angemacht. Wofür? Für die Schmetterlinge. Was heißt denn das? Butterfly? Wir haben einen zweiten. Was soll es denn dahin? Imperial und Skeletal. Ja, die eine macht Royal Jelly, womit man das Upgrade machen können, damit mehr produziert wird. Mhm. Weil wir haben bisher nach 48 Stunden zwei Wizard Skulls gehabt. Und wenn wir irgendwie mal in die Richtung eine Wizard Farm denken wollen, sind zwei Wizard Skulls in 48 Stunden ausbaufähig. Suboptimal. Das geht's doch. So. Jetzt gucken wir aber erstmal. Oh. Forbidden Knowledge. Ist hier wieder das Outland dabei? Ja, da würde ich ja schon gerne mal mit euch hin. Ist es gefährlich? Kannst du alleine gehen? Nein. Ist nicht gefährlich. Okay, kannst du alleine gehen. Das ist nicht zu langweilig. Genau. Deswegen kommt Ren ja auch mit in den Twilight Forest. Ja, ich gehe schon in meinen Albtraum. Tja, wenn du das die ganze Zeit machst, können wir nichts dafür. Es fehlt mir echt Glass Paints, willst du mich retten? Vielleicht. Air und Luft. Ich könnte... Baum, Herber, Victus. Das ist kein Glas. Nicht? Ja. Ich versuche Flutlichtmasten zu bauen. Spots also sozusagen. Nein, Flutlichtlampen. Wo ist da der Unterschied? Na, Spots machen ein bisschen Licht. Und Flutlichtlampen viel? Theoretisch sollten die ein bisschen mehr machen, ja. Theoretisch. Willst du Warpam rennen? Nein. Ach ja. Permanent Warp. Ja, den wirst du nicht mehr los. Ach, an den kannst du dich schon noch mal gewöhnen. Gibt Schlimmeres. Aber nicht viel. Wenn du zu viel davon hast, spawnen die ganze Gegner und rum und du wirst nicht mehr los. Ach, wir haben bald unsere Raketen fertig. Naja, das hilft dir aber nie. Doch, weil dir alles killt, was im Umkreis ist. Nein, das hilft dir nicht. Weil nur de facto ich sehe die dann. Ja. Okay, das ist dann blöd. Das heißt, wenn ich irgendwann schlagend und schreiend durch die Stadt renne, nicht wundern. Das muss so. Ich wundere mich bei dir nie, also insofern. Was? Ich mach da mal immer das Wohnzimmer am Nähter schön, Couch und so, direkt über den Bienen, da kann ich mich dann entspannen. Beton liegt auf du. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Oder machst du jetzt gerade dein Problem zu meinem? Vielleicht. Jo, was machen wir denn als nächstes? Also mich lacht er hier das hier an. Was soll denn die Grütze jetzt? Weiß ich nicht. Ich will keine Update-Infos, ich will das Ups.
Wegen Abbau. Des Ups. Genau. Aha. Okay. Ups, I did it again. Ach, der stabilized jetzt schon, okay. Hörst du die Regenwürmer husten? Renn dein Einsatz! Leck mich! Nee, das geht ein bisschen anders. Na dann los, Gesangsstunde mit Scander. Ich glaube, nee. Das geht schon fast richtig so. Also wer jetzt gerade was schnurren hört, das bin ich. Warum nicht? Bist du, gibst du. Ich fühle mich so hohl, ne? Klar, warum nicht? Na komm. Da muss man noch rein. Okay, nächste zugelernt. Was beißt du mir in die Knochen? No. Wer beißt dir wohin? Das ist die Frage. Könnt ihr gerne in den Kommentaren diskutieren. Ja. Nicht? Alles schick. So. Jetzt fängt er nicht wirklich damit an. Ach ja. Was ist los? Probleme? Ich habe ein kleines Logikproblem. Ein kleines was? Logik. Es ist das, was schwer zu verstehen ist. Ich weiß, was Logik ist. Entschuldige. Was habe ich jetzt bekommen? Permanent Warp. Auch gut. Smelting. Und zwar im Balanced Chart. Okay. Sehr schön. Oh no. Ich will die Stufen haben. Okay. Da gucken wir einfach mal, was der Rennen macht. Du hast aber die 1 vergessen. Was? Es beginnt 1, 2, 3, 4, 5, nicht 2, 3, 4, 5. Hm. Jetzt dürfte der Timer ran, wer vergessen hat, einen Timer zu stellen. Das braucht man nicht zu fragen. Das gleiche wie immer. Wer der nie dran denkt. Hey, wer der nie dran denkt. So. Nee, zurück. Wenn du rüberkommst, kannst du mal ein bisschen Erde mitbringen. Zu spät, bin schon längst da. Aber ich habe 52 Erde im Inventar, wenn du willst. Das wäre nett. Warum sind hier oben Iron Spikes und wo bist du? Nicht da oben. Warum sind da oben Iron Spikes? Au, 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 au. Ich glaube, du hast die Antwort gerade gefunden. Wo bist du? Komm her, hol dir ab. Na komm her. Okay, ich bin schon da.
Was war das hier hinten? Hinten kommt dann... Ja? Unsere Mobfarm ist. Mann. So. Denk dran, nur mit Schaufel abbauen. Auf welchen Dingern wuchsen die so schön? War das nicht Tainted Soil? Oder ja, hab ich, wo ich das Siegel gemacht habe. Ja. Indem ich mich die ganze Zeit mit dem Mobs rumgekloppt habe, 105 davon erstritten mit den Mobs. Deswegen können wir jetzt hier eine Mobform machen. Warum machst du ein Kreuz? Das ist die Grundfläche. Weil der Spawner, der hier in die Mitte reinkommt, das wird ein Autospawner. Also ich werde verschiedene Spawner kombinieren. Einmal Stabilized Spawner, dann die Powered Spawner, der Fußboden und die Autospawner. Und dadurch kann die Grinder praktisch, wenn die anderen Mobs killen, die Essenz bereitstellen, damit dann der Autospawner läuft, und so ist das dann alles praktisch ein interner Kreislauf, ohne dass wir irgendwo Essenzen besorgen müssen, die meistens eh in der Produktion nicht so laufen, wie sie sollen. Okay. Mach du mal. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen? Naja, vielleicht so 1-2 Minuten. Jahre. Ich brauche mehr Erde. Ich bin schon längst drüben. Schade, dass hier diese Erweiterung nicht funktioniert. Welche? Na, diese Überdimension. Ja, ich könnte ja einen Dimensions hier essen. Und so einen Kreis bauen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Haben wir Paper? Wahrscheinlich nicht, aber Sugarcane. Ja, ein paar. Eventuell müsstest du mal die Hoe nachlegen. Die zieht es nicht automatisch. Die was? Die Hoe in der Sugarcane-Form. Naja. Ich denke, erstmal 2000 werden erstmal reichen. So. Knapp. Nee, das war Scoop. Supi. Ach, hier. Genau, der Quantumring. Ich könnte einen Quantumring rüberziehen, dass wir hier drüben WLAN hätten. Aber dann ist die Frage einfach, A, braucht der einen Haufen Strom? Und B, wann brauchen wir hier drüben wirklich mal WLAN? Während der Bauphase, okay. Aber danach? Psst, schau mal. Eher nicht mehr. Denkst du? Jo. Irgendwie schlimm. Warum? Ach, mein Inventar steht nicht voll. Du könntest ja mal die Beutel machen. Was für Beutel? Dedoron-Säcke? Backpack, Rucksack, Backpack. Mir exakt scheißegal, ob das Ding Rucksack oder Backpack ist. Ihr seid zu alt, ihr versteht den Witz nicht. Nö. Es schockt mich gerade eher, dass du Dora geguckt hast. Ein Junggebliebener. Das hat nichts mit Junggeblieben zu tun. Wir dürfen jetzt Permanent Warp, yay. Kennen Männer mit kleinen Kindern. Ja, ja. Und großen Vans, ne? Du hast kleine Kinder? Du kennst jemanden außer uns? Ja, es gibt Leute, die haben sowas wie ein Real Life, nennt man das, glaube ich. Soll eine scheiß Grafik haben. Nee, die Grafik ist geil, die Story. Ja, genau. Grafik geil, aber Story scheiße. Tutorial ist einfach mal viel zu lang. Weißt du, wenn du das dann begriffen hast, ist das Spiel schon vorbei. Ja. So, einer von uns dreien ist am Spielende schon sehr nah. Der gerade am Abnibbeln ist, oder was?
Einer ist so Mid-Game und der andere ist. Der andere ist gerade mal Early Access. Was? Das passt jetzt gerade mal überhaupt nicht, ne? Ich weiß. Der eine ist, aufgepasst, Wortwitz, Early Boy. Hä? Ist ein großer YouTuber. Was will ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ich kenne keine Wettbewerber. Du kennst keinen Wettbewerber. Und die Zeit der Zuschauer natürlich. Ja klar. Aber Gronkh kennen wir alle. Wer? Ich. Wir sind nicht so arrogant, um anzunehmen, dass Gronkh ein Wettbewerber von uns ist. Nee. Naja, kommt drauf an. Nein. Spiel leckt. Gronkh hat jetzt übrigens keiner. Patreon. Das wird zwar wieder Wochen dauern, bis die Folge online kommt, aber Gronkh hat Patreon. Ja, hat und? Schon tausende von Voll Leuten und kriegt pro Monat schon über 1800 Dollar. Mhm. Hat deswegen sein Versprechen eingehalten und hat, glaube ich, Classic. Retro, naja, Klapperei. Werbefrei gemacht. Mhm. Mein Problem ist jetzt, ich kenne diesen Channel noch nicht mehr. Was? User was kicked from the channel. Ich sag's mal so. Retro-Spiele zockt. Ich kenne auch so ein Ding, das nennt sich Real Life. Was? Das verstehst du aber gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Let's Player. Was? Also nicht nur. Hab ich nie unterschrieben. Klar, im Kleingedruckten. Neon. Wir haben was unterschrieben? Mhm. War das, wo drin steht, dass du uns bezahlst dafür, wie wir arbeiten? Nein. Da steht zum Beispiel drin, wenn ihr Sixpack habt, müsst ihr öfters oben ohne rumlaufen und euch fotografieren lassen. Und wenn nicht, behaltet eure Sachen geflext an. Das fällt unter den Zuständigkeitsbereich Fanservice. Ja? Was läuft bei dir manchmal schief? Es fing an, als ich ein Kind war. Das ist keine Ausrede mehr. Als ich noch schlank war, und das war vor Ewigkeiten. Du warst mal schlank? Reden wir nicht drüber. Du bist ein YouTuber, du warst nie schlank. Du weißt aber schon, schlank ist nicht unter 80 Kilo bei 1,20 Meter Höhe. Na, da beschreibst du ja bloß einen Teil von meinem Körper. Na, die Beine. Ein Bein. Ein bestimmtes. Haha. Seid so blöd. Ich find's schön. Rennen macht gar nichts, aber er wird mit reingezogen. Genau, ich wollte für Nediam und mich noch ein Haus bauen. Ach, für die Hey. Jetzt mal wieder ein werbeunfreundliches Video. War mir jemals werbefreundlich, wenn ich dabei war? Ja. Wo? Forest, ne? Genau, gerade da. No. Ich glaube, da gab es einige Kommentare, die das Video gemeldet haben. Etwas unvorteilhaft für Werbekunden machen. Nein, ich wollte bloß die Chance nutzen, da ja sehr aktuelle Diskussion ist, die von allen großen YouTubern irgendwie betreut werden. Wie gesagt, wir sind keine großen YouTuber, Ware. Stimmt, wir sind die Größten. Bei uns gibt's keine Werbung. Punkt. Weil wir YouTube im Moment noch kein Geld mehr werfen. So, das war's schon. Die Entscheidung ist einstimmig getroffen. Einstimmig. Hey, Vorbild. Wecker. Ja, weil ich auch vorbildlich bin und einen Wecker nachgestellt habe. Das Motto. So, Ren, wie weit bist du gekommen zum Folgenabschluss? Die Wand fast fertig. Oh, bist ja mit Tine Wittler. Ja. Was? Das Konzept hinter der Serie habe ich nie verstanden. Wieso? Die haben ein Konzept. Eine Frau kommt in ein Haus, was künstlich dreckig gemacht wurde?
und mach das schön. Ja, da kommt eine dicke Tante in dein Haus, legt drei Kissen aufs Sofa und alle sagen, oh, danke, Tina. Also, ist jede Frau, die in fremde Häuser rennt und die aufräumt, suspekt. Möchte ich hier an dieser Stelle mal bemerkend feststellen. Hast du doch hoch, nennt sich bei dir Putzfrau. Da wüsste ich von. So, wann hast du keine Putzfrau mehr, hast du gefeuert? Ich hatte noch nie eine. Doch, ich dachte, du hättest eine gehabt. Nee. Ja, was war das da? War das da die Nachtbekanntschaft? Putzfrau, du Honk. Was? Denn noch nie eine Putzfrau, du Vollpfosten. Die Nachtbekanntschaft. Ja, eine Scheiße zusammen heute. Bist du high auf Hustenmittel oder was? Die habe ich ja nicht mal gekriegt. Was? Dann hast du erst recht keine Ausrede. Bei wem? Bei welchem Ort bist du denn? Du bist stoppt hier halb im Discord und Hustenmittel Alter. Bestimmt mit so einem Kommentar. Hustenbonbon tut's auch. Was ist denn mit so einem Kommentar, sei keine Pussy. Nee, das nicht. Stirb langsam. Ja, 1 bis 3, ne? Ja, genau. Erst husten, dann Schnupfen, dann Heiserkeit. So. Dann mal. Kugel im Kopf. Wir machen hier mal eine Runde ein Party. Kannst du mir mal einen Cobblestone holen? Dein Ernst? I'm a huge fan of this fan. Kannst du mir einen Cobblestone holen? Bin ja schon unterwegs. Nee, Quatsch, ich brauche einen Redstone, sorry. Oh. Also Redstone Torch. Danke. Wie ein Sklave wird man hier behandelt. Hopp, hopp. Muss in die Hände klatschen, vielleicht geht's schneller. Nee. Schade. Redstone Torch. Ich bring da eine mit. Nee. Ich weiß. Habt ihr jemals, und das meine ich jetzt ernst, Husten Schnaps gemacht? Junge! Wieso bist du nicht wie andere normale Menschen? Schmeckt gut. Wer kommt auf die Idee, Hustenschnaps zu machen? Dann nimmst du einfach ein... Wir wollen ja wissen, wie das geht. Wir wollen wissen, wer auf die Idee kommt. Das Internet. Das brauche ich für zu Hause. Internet. Schieb dich zum Kühlschrank, wa? Ja. Dann brauchst du ihn, der dich zurückschiebt. Im Kühlschrank drin. Da brauch ich, im Kühlschrank brauchst du aber dann eine Turbine, weil ich bin ja dann beladen. Ja, du brauchst so schon mindestens drei von denen wahrscheinlich. Übrigens, was der Ren vergessen hat, ist, dass seine Rüstung mein Rapier nicht aufhält. Ja. Was der Black vergessen hat, ist, dass ich mal ganz schnell ein paar Bienen da einfach... Dann hat er mit seinem Rapier nicht wirklich Chance. Und? Also ich sterbe dann zwar, aber... Mhm. Egal. Muss er sich schon hinter Bienen ver... Ja, genau. Weißt du, ich kämpfe wenigstens noch männlich. Was? Ich kämpfe. Für ja, mich. Ja, kämpft. Den anderen Punkt lassen wir jetzt mal außen vor. Was? Ich bin ein Ritter in lila Rüstung. Ja, mit Feenflügeln. Drachen, du hast Feenflügel. Was? Was sind das sonst für Flügel? Das sind ganz super coole Prinzessin. Okay, Prinzessin Lilifee. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Was? Nix, alles okay. Stimmt, nach deiner Haarfarbe bist du eher Emily Erdbeere. Was? Ich hab vergessen, wo ich war. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, gute Besserung, Ren. Danke, genau. Vorab. Der Zug ist glaube ich abgekommen. Dann ganz Kommentare, Sektion, verrecke. Also wenn ich verrecke, dann wird mein Zeug versteigert. Bei allen treuen Abonnenten. Dann verrecke. Für Steam. Für Steam, genau.
Bitte beachte, dass ihr für das Gewinnspiel mindestens 18 Jahre alt sein müsst. Wir werden es nie auflösen. Alle Angaben sind ohne Gewehr. Und ohne Pistole. Wir brauchen bloß eure E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kontobankverbindung, PANT und die aktuellen Zugangscodes für euren Online-Banking-Zugang. Aber das ist natürlich nicht, um irgendwelche Daten abzugreifen. Wolltest du mich verabschieden? Na, wenn ihr die ganze Zeit redet wie... Keine Ahnung. My Little Ponies. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, schreibt rein, dass ihr Ren eine gute Besserung wünscht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schaut, wir können reinschreiben, wenn wir was schlecht machen. Genau. Aber bitte konstruktiv. Ja. Und für diejenigen, die vielleicht nicht so ganz wissen, was es ist, das heißt nicht, ey, scheiße, sondern, ey, scheiße, weil. Also nicht einfach nur Daumen runter, sondern sagen, warum Daumen runter. Aber natürlich lieber Daumen hoch. Ui. Auf jeden Fall, schaut bei uns auf dem Vidme-Kanal vorbei. Ja, wir brauchen immer noch unsere 50 Leute, damit wir dort auch HD-Videos anbieten können. Ernsthaft? Ja. Na gut. Wir müssen das nicht verstehen. Und schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn wir wieder in unsere magische Dimension abgleiten. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.